Wenn du ausreichend isst, erhältst du den Sattbonus. Und damit herzlich willkommen Gut, zurück dann zu. lasst uns hineingehen. Mir wird von dem Sonnenlicht schon ganz schwummerig. Da war ich doch gerade, Serana, und was ist das für ein komischer Strich hier gerade gewesen? Den habe ich mir noch nicht. Da ist er wieder. Was ist das denn? Na. Fängt ihr gut an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Special Edition. Wir sind, wieder hier. Da kriege ich Bock, irgendwas abzuschießen. Da. Sterbt. Nochmal. Oh Mann, ey. Oh, schöner Wind hier. Ich mag das. Skyrim ist windig. Da merkt man, dass man sich auf dem Berg befindet. Ja, hier oben. Wieso geht denn das so hier? Das ist ja... Boah, Alter. Krass. Ja, wir sind wieder hier. Bei der blöden Banditenhöhle, in der wir den Banditen getötet haben. Und müssen jetzt wieder, nachdem das Spiel ja abgestürzt ist beim letzten Mal, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die letzte Folge übrigens, die war ja grauenvoll. Also die zweite Hälfte. Ich hab ja in der letzten Zeit schon mal gesagt, ich bin krank, ne? Und leide an sporadischen Kopfschmerzen und Halsschmerzen, besonders wenn ich rede. Und letzte Folge konnte ich mich ja überhaupt nicht konzentrieren, das hat man überall gemerkt, das war grauenvoll. Also ich weiß echt nicht, was da los war. Aber es geht mir... So langsam besser. Ich weiß auch nicht, was das ist. Es ist keine wirkliche Grippe, weil die Kopfschmerzen kommen und gehen. Genauso wie die Halsschmerzen. Es ist seltsam. Warte mal, ganz kurz. So. Erstmal Heizung aufgedreht. Ist mir gerade so eingefallen. Wollte ich ja noch machen. So. Wir müssen... Himmelsrand befreit, aber das machen wir später. Wir müssen die Bounty von Yorlaif holen. Wir müssen die Energiequelle in Herbstwachturm und die, genau. Das wollten wir letzte Aufnahme machen. Das ist schief gegangen. Da ist das Spiel abgekackt. Und weil das Spiel abgekackt ist und ich sowieso schon fast beim Sarethi-Hof war. Ja, man könnte sagen, es ist Cheaten, aber eigentlich ist es ja nicht Schummeln. Denn, ich sage einfach, ich nutze es einfach nur aus, dass das Spiel abgekackt ist beim letzten Mal. Also wenn das Spiel nicht abgekackt wäre, dann wäre ich ja sowieso schon da. Also mache ich jetzt Schnellreise dahin. Weil, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Außer, dass ich jetzt nochmal laufen müsste. Und wer will denn so lange laufen? Ach Gott. Jetzt muss ich trotzdem laufen, ne? Serana, wo seid ihr denn? Ich liebe euch. Und diese Liebe ist unerwidert. Und sie ist nur entstanden, weil sie die einzige interessante Frau ist in ganz Himmelsrand. Wie erbärmlich ist das? Das wäre eine schöne Romanze, muss man sagen. Das wäre eine schöne Liebesgeschichte. Ein Vampirjäger, der gleichzeitig Werwolf ist, verliebt sich in eine der mächtigsten Vampirinnen überhaupt. Das ist doch eine schöne Geschichte, oder? Ach, es regnet schon wieder. Niemand muss mir helfen. Was? Wieso? Ach so, da sind kaiserliche und Sturmmittelkinder. Warte mal, ganz kurz Überlebensmodus anmachen. Ich habe Immersive Patrols deinstalliert. Das heißt, die Kaiserlichen sollten mich wieder angreifen. Hilfe. Das heißt natürlich auch, dass es weniger davon gibt. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich hab euch gerettet? Er würde sterben, als ins Gefängnis zu... Ich hab euch gerettet. Ich habe euch soeben das Leben gerettet. Und so dankt ihr mir das? Verdammt seid ihr! Ihr Wachen, die nicht wissen, wo sie stehen auf der Seite des Krieges. Eher würde ich sterben, als dafür ins Gefängnis zu gehen. Woher seid ihr gekommen? Los, Serana. Rette deinen Erretter. Halt die Schnauze, Wache. So, 1000 Kopfgeld hinzugefügt. Das ist mir egal. Ich habe gar nicht genug Geld dafür. Aber der Funkular, sehr schön.
Und was hast du dabei, du jämmerlicher kaiserlicher Soldat? Ist ja ekelhaft. So, das wäre erledigt. Ja. Avrosa. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Ich verkaufe Nürnwurz. Ja. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. 10. Kann ich ja gleich mal abbauen und dann nochmal, ne? Hier, ich habe 20 Schafsbeitraum für euch. Endlich. Fantastisch. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ich zu viele verlangt hätte. Ich bin froh, dass ihr mich eines Besseren belehrt. Es war. Lasst mich euch wenigstens etwas für eure Mühen geben. All dies aufzutreiben war sicher nicht einfach. Und nicht billig. Jetzt könnt ihr laut sagen. Zaubertrank des Schlossknackens, Gifte, Furcht, Zaubertrank des Gifte. Ich habe Gold erwartet. Kommt mich wieder einmal besuchen. Na gut. Wenn die mir kein Gold gibt, dann nehme ich mir eben Gold. Indem ich ihr bei der Feldarbeit helfe. Würde es nicht mehr Sinn machen, wenn ich die ganzen Nürnwurze behalte? Meine nur. Es ist hier in ihr Haus gegangen, ha? Macht auf! Ist ja auf. Kann ich hier was abbauen, ganz kurz? Kaputt machen. Goldene Juwelenhalskette. So. Schmieden verbessert auf 62. Schmieden verbessert auf 63. Immersive Leveling ist das ja. Habe ich ja schon mal erzählt, ne? Habe ich installiert, weil ich ja als Let's Player gar nicht so viel Zeit habe, zu leveln, wie man es im normalen Spiel machen könnte. Aber normalerweise könnte man sich ja stundenlang irgendwo hinstellen und schmieden. Ich müsste sowas offscreen machen. Und ich müsste immer wieder zu einer Spielereise. Sarite Farm. Deswegen habe ich mir das ein bisschen abgekürzt. Ich finde das nicht schlimm. Vor allem war ja nicht alles schnelle Levels, sondern es sind nur ausgewählte Sachen. Hier ist es langweilig. Jeden Tag immer nur das Gleiche. Ja, ja, ja. Es ist so schön, euch ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. 80 Gold. Kommt mich wieder einmal besuchen. Ich wünschte, ich könnte in eine der Hauptstädte gehen. Aha. Vielleicht sogar zurück nach Gramfeste. Mhm. Nur nicht hier bleiben. Dann geht doch. Was steht euch denn im Weg? Na du. Zaubertrankrezept, Gesundheit wiederherstellen. Koboldschemel und Weizen. Ach, Koboldschemel auch. Giftrezept Lähmung. Dornenherz und Sumpfschlote. Schlote? Schrote. Koboldschemel? Ich bediene mich hier mal, ne? Tja, an dem Nürnwurz. Und allem anderen. Weil ich den Hof vor der kaiserlichen Wache gerettet habe. Das ist die Entschädigung dafür. Sage ich jetzt mal. Ne, das ist alles schon in Ordnung hier. Das darf ich doch sicherlich tun. Serana geht mal aus dem Weg. Ich muss mal ganz kurz anders als hier wieder. Boah. So. Gesundheit wiederherstellen. Blaubeerblumen und Kugelschäbel. Boah, das war effektiv. Krasse Scheiße. 39, Wert 39. Das sind ja, die besten Werte, die teuersten Tränke, die man sich so vorstellen kann. Oh, Blasenpilz also auch. Okay, das war nix. Das war nichts. Das war nichts. Man kann es ja mal ausprobieren. Das ist so ekelhaft, wie die immer schnaufen oder schniefen. Schnafen, was auch immer. Wie die immer die Nase hochziehen. Wer macht denn sowas? Welcher Designer sagt denn, so Sprecher, jetzt schnief mal ganz schön und richtig laut, weil das ist atmosphärisch, wenn die NPCs in unseren Spielen das tun. Das hört der Spieler gerne. Nordkranke. Nee, Kranke. Kranke Nord. Sind Nord, die nicht für die Sturmmittel kämpfen. Ach, bin ich witzig. Oh, es hat's ja richtig gebracht. Oh, das ist sogar kompatibel, aber nur 20. Nordranke, Schuppenschwamm mit Nürnwurz.
Todesglockenblume mit Nürnwurz. Oh, hat ja so funktioniert. Ach verdammt, jetzt habe ich die Feuersalze verbraucht. Ich wollte die Feuersalze nicht verwenden. Mir geht nicht. Das war jetzt alles ein Kuddelmuddel. So, ganz kurz was essen. Jetzt müsste ich theoretisch die beiden da oben auch noch umbringen. Weil das ja die Zeugen sind, ne? Das sind ja die letzten beiden Zeugen. Wenn die sterben... Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass hier eine... Hier ist es langweilig. Jeden Tag immer nur das Gleiche. Ja, nie passiert irgendwas. Ich meine, da ist zwar eine Wache... Wieso haben die drei... Drei Betten. Vielleicht für die Wache. Da passiert nie was. Wohin ist ein kaiserlicher Soldat gestorben und eine Wache darauf ist auch gestorben, weil sie den Dovahkiin gefangen nehmen wollte. Aber nie passiert etwas auf diesem langweiligen Hof. Mein Gott, die Frau regt mich auf. Griftoner Wachrüstung. Kann ich die eigentlich am Lederding kaputt machen? Genauso die Feldstiefel. Das müsste doch theoretisch gehen, oder? Ich meine, das ist leichte Rüstung. Die müsste ich theoretisch am... Wie heißt der eigentlich? Tanning Rack. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Wie heißt der Tanning Rack nochmal auf Deutsch? Ich hab's komplett vergessen. Genau, es geht. Juhu, Schmieden auf 66. So, dann nehmen wir noch das Ei hier mit. Komm, das Ei auch noch. Hühnerei. Hühnerei. Kann man bestimmt Spiegeleier rausmachen. Irgendwie. Oder Omelett. Omelett. Na gut. Das war das. Dann müssen wir jetzt weiter in den Süden. Und zwar hier. Finde die Energiequelle in Herbstwachturm. Dafür müssen wir natürlich erstmal den Herbstwachturm finden. Ich glaube, er ist ein bisschen so in der Kluft, in der Schlucht. So eine Halbschlucht. Ich habe übrigens immer noch nicht rausgefunden, wie das Gegenteil von Halbinsel. Bucht. Oh, ich bin so doof. Bucht. Jetzt fällt's mir ein. Das beweist, dass ich gar nicht so doof bin. Ach, da. Vor mir. Sollen die so schwach sein? Ich meine, die waren schon immer recht schwach, aber... Wirklich? Notiz des Assassins, das ist jetzt der fünfte. Ich glaube, ich muss da wirklich mal aufräumen. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich der dunklen Bruderschaft tatsächlich anschließe, sinkt mit jedem Assassin, die mir auf den Hals setzt. Weil irgendwann kann ich das nicht mehr auf mir sitzen lassen. Irgendwann kann ich das nicht mehr vergeben. Irgendwann geht das einfach nicht mehr. Oh, Wächter von Stendhal, halt die Schnauze. Huch. Ich muss da wirklich nochmal über den Schwierigkeitsgrad rübergehen. Sobald ich weiß, dass der Gegner wirklich stark sein sollte und ich ihn trotzdem quasi, ja, one-hitte, muss ich echt nochmal drüber gehen. Das Buch der Dädra. Ja, die kann ich mitnehmen. Wieso greift mich eigentlich Wächter von Stendhal an? Was soll denn das? Wieso greift mich denn Wächter von Stendhal an? Hä? Ja, vielleicht weil ich ein Kopfgeld habe. Weil ich ein Werwolf bin? Nein, da müssten sie mich in der Vergangenheit schon angegriffen haben. Wenn ich ein Vampir wäre, dann würde das machen. Greifen die mich wegen ihr an? Ach, du
Du regst dich so auf. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, renn halt weg. Mal sehen, was ihr könnt. Ihr seid kein Bär, ihr seid ein Kätzchen. Das wird euch eine Lehre sein. Okay, ich tu mal kurz Schwierigkeitsgrad, das ist ja echt lächerlich. Das ist ein Höhlenbär, der hält normalerweise nicht viel aus, aber Serana hat halt kaum Schaden gemacht und ich kill den halt in 3 Fallen. So. Aber jetzt mal ehrlich, wieso haben mich die Wächter von Stender angegriffen? Die sollten eigentlich nicht schlecht auf mich zu sprechen sein. Da stimmt irgendwas nicht. Es sei denn natürlich, es liegt tatsächlich am Kopfgeld. Das würde sogar Sinn machen, weil irgendwie sind sie ja die Verteidiger der Unschuldigen. Und so. Blöden Idioten. Da. Weiter in den Süden. Das oben dran. Ich weiß nicht, ob ich das zu einer persönlichen Mission machen soll, jeden Bären, den ich begegne, zu töten, nur weil er doof rumkommt. Halt die Schnauze! Mann, ich hasse dieses Knurren von denen und dieses Gebrüll. Das geht mir tierisch auf den Sack. Waren wir hier nicht schon mal? Lassen wir die Spielchen. Ja, aber das Banditen. Die sterben nun mal. Boah, 15 Gold, richtig gut. Ach ja, Smilodon entfernt ja die Rüstungsboni, die die NPCs normalerweise haben, auf höheren Level. Deswegen halten die natürlich auch weniger aus. Das ist nämlich einer der Gründe gewesen, warum ich überhaupt Smilodon installiert habe, weil ich habe mich ja mal tierisch darüber aufgeregt, dass das Hauptspiel das macht. Ich weiß immer noch nicht, was da rein soll. Ich muss weiter in Richtung Süden, Süd-Südwesten. Ich höre schon wieder einen Bären. Da! Hallo! Also es hat mich aber natürlich darüber aufgeklärt, dass Banditen in Fellrüstung einen höheren Rüstungswert haben als ich. Also Smilodon macht das realistischer. Sollte es allerdings auch tödlicher machen, wenn die mich mal treffen würden. Wenn. Wir sind fast am Ziel. Ich glaube, das ist er. Der Turm, der Herbstwachtturm. Genau, der Herbstwachtturm. Ach so. Oh, da ist ein Drache rumgekommen. Herbstwachtturm, nicht Herbstwachtturm, sondern Herbstwachtturm. Also der Turm der Herbstwacht. Ah. Und hier gibt es irgendwo ein Wort der Wacht, ein Wort der Macht. Wahrscheinlich oben. Zusammen mit fliegenden Eimern. Erstmal wieder die Realität in Ordnung bringen, das kann ja nicht angehen. Oh, ich hab gedacht, der schläft noch. Wirklich? Ein Junge?
Wo ist er hin? Da. Toller Sturzflug. Ach, ich habe noch Abfindzeit, verdammt. Greif mich an. Ah, du Wichser! Ändert einfach das Wetter. Okay, ich sollte vom Dach runter. Mach halt kaum Schaden. Da seid ihr wieder! Endlich! Ihr solltet sterben? Wo ist er hin? Das war verwirrend. So, die Seele holen wir uns gleich mal. Erstmal, was ist das hier? Ja, saugen Todeszeichen. Und Lebenskraft entziehen. Vielleicht zwei Schreie auf einmal. Es ist halt ein Junge. Ist das Dienstag. Also eigentlich Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Einfach nur ein normaler Tag im Leben eines Dovaki. Jorni berät letzter Tanz. Aha. Blaubergmumme, Violettebergmumme. Grüner Apfel. Pelzstiefel der geringen Ausdauer. Was? Okay. Der Körper der Werwölfe, das kennen wir ja schon. Was ist denn eigentlich hinter dem Berg? Worauf hat der Drache das dann abgesehen gehabt? Oh, guck mal hier. Das geht schon irre schnell. Hirschfell. Ängstliche des Waffenschmieds, Lederstreifen, Fell, Lederstreifen. Nehmen wir alles mit. Todesglockenblumen. Nehmen wir mit. Hä? Die kann ich nicht mitnehmen. Ich muss drüber zielen, damit ich sie aufheben kann. Ja, das macht Sinn. Koboldschemel kann man gut brauchen. Heimtränke draus machen. So weit oben bin ich doch gar nicht, dass es hier jetzt auf einmal schneien muss. Hat aber schon eine schöne Schneise gemacht, den Berg rauf. Das will ich auch mal können. Den Berg rauffallen, raufrutschen. So, was ist hinter dem Berg? Worauf hat der Drache da... abgezielt. Kann ich da überhaupt hin? Auf jeden Fall nicht so. Nicht so wie der Drache. Logischerweise. Asche auf.
Hä? Ah! Das, genau so sollte das sein. Genau den Schaden habe ich jetzt ungefähr erwartet. Also alles richtig schadensmäßig. Ich mache nicht zu viel Schaden. Ist einfach nur so, dass ich extrem schwache Gegner treffe. Die Frostrolle sind ein bisschen härter. Ich meine, damals. Also sie sind härter als der Frostrolle. Aber halt immer noch Frostrolle. Das sind die Level 30, Level 40. 20. Sollte irgendwie eine dritte und vierte Version von Trollen geben. Dieses Spiel ist einfach unausbalanciert. Ach, das ist ein Schatten von dem Felsen da. Ich war etwas verwirrt, weil normalerweise werfen die Felsen keinen Schatten. Was ist denn das für eine Ruine, die nicht eingezeichnet ist? Oh, guck mal, schon wieder ein Drache. Wehe, das ist wieder ein Junger. Wenn das wieder ein Junger ist, dann... Dann verzweifle ich langsam am... Ein Angel! Ein Alter! Na endlich, meine Herausforderung! Glaube ich. Naja, also, wenn er mal angeflogen kommen würde. Nicht getroffen, Bogenwindspitze. Jetzt komm doch mal her, Drache! Ich weiß nicht, wogegen ihr kämpft, aber ich bin's nicht! Hinter euch! Ah, so soll das sein! Ganz schön viele Gegner. Was ist da unten? Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Zaubertränke? Ewige Heilung? Ich dachte, ich hätte Feuerresistenz. Na gut. Da müssen wir es auf die... Ach du Kacke, Alter. Nein, Wunden schließen. Nicht auf mich, nicht auf mich. Blödes Arschloch, schon wieder. Na gut, dann machen wir das so. Ohne wir. Schön, wenn er es tun würde. Ah.
Das war falsch rum. Ich guck die ganze Zeit, ob hier irgendwelche Trauger. Da ist einer. Höherer Trauger Todesfürst. Ja, großartig. Oh, blödes. Wackeln. Meister ist zu schwer. Ich mache zu wenig Schaden für Meister. Mein Rüstungswert entspricht Meister. Oder legendär sogar schon. Ich bin ja weit über den Rüstungscap heraus. Ich müsste es nur noch verzaubern, meine Rüstung. Und dann wäre ich eigentlich schon, ja, ein Gott. Ich bin ja momentan fast schon ein Halbgott. Oder eigentlich, ja, nicht ganz. Also ich wäre so eine Art Halbgott, wenn die Rüstung noch verzaubert wäre. Beziehungsweise mir könnte eigentlich niemand irgendwas anhaben, wenn die Rüstung verzaubert wäre. Das Problem ist meine Waffe. Meine Waffe macht noch nicht genug Schaden. Auch weil ich sie verzaubern muss. Och nö! Wieso speichert denn das Spiel nicht mehr? Es kann doch nicht sein. Ich war doch die ganze Zeit. Ich bin doch mehrmals hier ins Inventar gegangen. Jetzt macht das automatisch ein Spisch. 5 Minuten. Alle 5 Minuten, wenn ich das Menü öffne und das sind 5 Minuten vorbei, sollte er normalerweise den Spielstand speichern. Aber das macht er nicht, weil er kacke ist. Er ist kacke. Jetzt darf ich da nochmal hin. Reisen. Na gut. Diesmal mit Pferd. Scheiße.